Der alte Westschlager Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen. Duell zweier Publikumsmagneten, 9500 Zuschauer. Bei dem Tabellenstand eine beeindruckende Zahl. Aachen in Schwarz-Gelb, Ecke Dovidat. Die Essener Abwehr mit Mühe und völlig frei steht Jochen Schumacher. 1:0, die frühe Führung der Gastgeber. Und wir sehen gleich nochmal, völlig unbehindert kommt der Schütze zum Abschluss. Ecke auch auf der anderen Seite, Kevin Grund, Luftkampf, Nakovic und Opper. Da hätte Aachens Torwart Frederik Löhe beinahe den Ausgleich kassiert. Aus dem Spiel heraus nur wenige Torchancen. Hier mal eine gute Aktion von Marcel Platzek. Der setzt sich gegen mehrere Aachener durch, verfehlt das Ziel aber ebenfalls knapp. Pausenstand 1:0, danach zur Abwechslung mal wieder eine Ecke, wieder Dovidat, der Ball kommt zu Garcia, Rafael Garcia erhöht auf 2:0. Die Essener mit mehr Ballbesitz, aber nicht so effektiv wie die Alemannen, die spielen kompakt und diszipliniert und schlagen eiskalt zu. Der zweite Treffer, die Vorentscheidung. Eine Viertelstunde noch, wieder ein Aachener Konter, Dovidat zu Stevens, Nakovic versucht zu retten, es heißt 3:0. Wenn es läuft, dann läuft's, keine Frage, bei diesem kuriosen Treffer hat die Alemannia Glück. Vielleicht gewinnt sie ein Tor zu hoch, das Erfolgsrezept klingt einfach. Haben das gemacht, was wir wollten, haben unsere Torchancen genutzt, hinten 2:0 gestanden, dann gewinnt man verdient 3:0. Ganz einfache Rechnung. Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten vier Spielen. Die Richtung stimmt in Aachen. Nicht nur die Fans sind happy. Das ist geil, aber das wollen wir. Ne? Deswegen haben wir uns auch für Aachen entschieden, weil wir so bekloppte, positive Fans da haben. Und das war einfach Hammer. Vielen Dank an alle Fans, die gekommen sind.